Viel Spaß bei werbefreien Worlds. Falls ich sie kostüm darf, was gut aussieht, sehr gut aussieht. Wahrscheinlich darf ich's. Ein Sub mit Investitionshintergedanken. Good luck. Danke, der Papageivogel. Hoffentlich brauche ich es nicht. Minions have spawned. Ich glaube, ich bereue es, dass ich groß genommen habe. Ich hätte Flash spielen sollen. Gegen deren Draft. Dann erwarten wir die ersten Pro-Player auf EU West. Eigentlich Anfang nächster Woche. Also das Ding ist, es kommen ja einige aus Südamerika und so angereist oder aus Asien. Heißt, sie müssen noch ihren Schlafmodus anpassen an die europäische Zeitzone. Und wollen nicht zu jetlagged sein. Also sollten die Play-In-Spieler, die am 25. spielen, eigentlich so spätestens eine Woche vorher da sein. Do you think? But fail, yes, all you've known. Remember. Oh ja, Wukong ist einer der stärksten Level 1 Champions im Game, weil er so viel Armor hochsteckt. Und die meisten Charaktere im Early Game, selbst wenn sie Magic Damage Champions sind, kaum DPS. Der nicht physisch ist, weil Autodex so viel sind, aber Mordekaiser macht auch sein Autodex Magic Damage und seine Passive, die man in der Level 1 auch auslösen kann, gibt ihr ebenfalls sehr viel DPS. Das heißt, er kann tatsächlich sterben gegen mich. Was er da scheinbar unterschätzt hat. And which means he dies. Wenn es auch knapp war, also der Autodex am Ende, wenn er nicht gereicht hätte, dann hätte ich nochmal eine Q gebraucht. Oh. Was am I, what am I doing? Ich stand noch mal reingesteppt bin, weil ich failhaft Attack Move bin. Ich spiele gerade schlecht. Schlecht ist die League of Legends Shit. Bitte vergebt mir. Ich bin seit 9 Stunden online. Ich bin nicht mehr wach zwischen den Ohren. Ich spiele gerade so scheiße. Ich habe auch gepanic W, statt dass ich ein riesiges W-Schild habe, weil ich einfach ein winziges gehabt. Und habe ich noch ihn reingesteppt, statt rauszusteppen. Bin ich auch immer inkorrekt ist. Schlecht von mir. Keine Frage. Die BF steht so nice vom Turm, ich liebe es. Kann jetzt auch den Klon auslösen, er wird unbedingt seine Wave rauskriegen, das bedeutet, er stirbt. Okay, wir sind beide absolute Cringe-Lords. Aber an mich habe ich halt eine Erwartungshaltung, an ihn habe ich keine, deswegen ist mein Cringe viel schlimmer als sein Cringe. Vor allem, weil sein Cringe auch irgendwie nachvollziehbar ist für die Wave, ne? Dass er halt irgendwie die Wave im Turm kriegen muss, um überhaupt spielen zu dürfen. Ich meine, der einfach nur schlecht war. Nein, es hat einen Triple Kill Level 3 gemacht. Ich glaube, ich stay top lane. Ich kann das halt nicht mehr mental. And let it go. Okay, das wird ein wildes Game. Von allen Seiten, ne? I'm just surviving. Keep climbing. Wichtig. Flash Q hat er leider nicht. Aber der Viego gesteckte Amu mit Conqueror trifft beinahe Doppel-Q auf Jenna, um sie zu töten, Leute. Also wer läuft jetzt einfach in den Wald rein? Ich kann über einen Affe lauern. Ich habe Sorge, dass er über die Wand drüber weht und einfach Double Kill holt, der Affe. Soll ich hard pushen deswegen? Eigentlich nicht der richtige Player, aber ich mach's einfach, weil es solo queue ist. Bonk fürs Feeling. Ich bin 1, ich bin 2-1, ich bin 2-1, ich bin 2-1. Ich bin 2-1, ich fehle nicht. Ich bin 2-1, gut. KDA sagt alles aus, was ihr wissen müsst. The Mountain.
Ist das ein Hex-Protobat-Game, damit wir auf Jenna und vor allem auf die Jinx draufkommen? Welcher Jinx das Deathram zieht und sie töten kann, wäre halt absolut wundervoll. And push the darkness back. Ich sollte ja wissen, dass sie mich niemals töten kann, ja? Yep. Yep, yep. Der Mordekaiser! He's slapping bitches! Peek! Außer nichts habe ich gedacht. Okay, ich bin so weit, dass CS da vorne ist. Das kann ich mir jetzt 4-1. Ich bin so ein Monster. Jetzt, ich bin so fett. Honestly, so wie Wukong spielt, ist es ein Darkseid-Game, oder Chat? Wir sind beide so am Runterrennen eigentlich, Wukong und ich. Aber ich jetzt nicht mehr, scheinbar. Ist ein Darkseid-Game. Ach du Scheiße. Die Jinx ist so fett. 4-0 Jinx. Gerade von 0 Bounty auf 600 gegangen mit diesem Kill. Witzig. My bad, ja. Winnable though. Weiß nicht, ob wir wirklich Hex-Schnöcke, eigentlich Hex-Schnöcke, ob wir wirklich Hex-Tech-Protobat gehen müssen. Und er geht Proxy-Farm. Gefällt mir. Aber er schafft es eh nicht lange, er hat nicht genug Wave-Kill und kein Tiamat dafür besetzt. Er ist bald oben, er kann es nicht ewig spielen, aber es ist trotzdem lästig. Wow, das ist tatsächlich ein Ward. Krass. Weil ich proxy besser als er. Und ich kann auch noch in Vayne gehen. Also ist einfach besser für uns, wenn ich proxy, als wenn ich ihn canceln gehen kann. Ich bin so hardbody, ich kann mich nicht bewegen gerade. Lol. Ein Minute am Leben gelassen, scheiße. Into your castle walls. Also wir spielen aber ja Teleport Cooldown, TP in Top mit Riftmaker und können auch Camps, wenn wir dürfen. Das Ding, Wukong ist nicht stark genug, um zu proxyen und zu farmen. Ich schon. Ich kann legit jede Wave schneller werden. Kann Camps von der Mumu klauen und. I'm just winning. Also, ich bin fein zu proxyen. Wenn jetzt ein Minne, weil ich den schlecht gequeued habe, der da, der gerade sterben wird, der Minne da. Der Arme. Ich bin auf die Wave zurück, weil wir A, Volkers fighten wollen, wenn wir dürfen, aber es sieht nicht daraus, als ob Vego move würde. Und B, damit Wukong nicht die Wave hard pushen und proxyt. Da ist ein Mumu. Meine Platte wäre ganz geil, aber. Gefühl, mein Junge da braucht mich. Scheinbar ist er schon tot. Ich habe mein Ultimate Klon gesetzt, ist das krank. I still think I can't lose these, aber ich habe mein Ultimate Klon gesetzt. Ach, Leute, wenn ich der Mumu von ihr weggeäht kriege und dann den Wukong holen kann, kann sie vielleicht überleben. Aber ich habe beides nicht geschafft. Schlecht. Ja, Wukong hat TP, also eigentlich ist die Wave zu freezen fast klüger. Er ist halt 5 DCS da und der kann nicht mehr spielen, der ist komplett doomed. Und dann kriegen wir halt kaum Platten, aber wenn ich jetzt hier einfach abbusche, können wir auch nicht viel. Really? Moving, I guess. Wenn noch Flash Q ult nach dem Skirmish, ist das krank. Oh Leute, ich bin kurz davor, mental zu brechen, sage ich, wie es ist.
Der hat das Voidcraft bekommen, darf den Turm belagern, seine Botlane steht 6-0, wird eh bald Toplane swappen. Also wir sind sehr auf einem Timer, so oder so. Dann sind wir noch gebounty worden für immer nur 150 Gold. Wir brauchen Tabis dieses Game. Wukong, Jinx, Talon. Absolutes Desaster again. Unser Video geschreibt, es war das Game war zu Ende, als du geboren warst. Ah, zu der Nami, ist das krank. Ach Mann, ey. Er müsste halt Platten-Top-End kriegen, bevor Jinx swappt, weil sonst sehen wir den Top-End-Turm nie wieder. Und jetzt hat Wukong zwei Platten bekommen. Jinx geht jetzt schon mit der Swap mit ihren zwei Items. Also, pff. How do you play this game? Protobelt kaufen oder Jinx rauf Protobelten, sonst macht sie alleine 1v9, I think. Mein Champion kommt auch sonst nicht auf Jinx rauf mit einer Janna oben drauf. Ich soll, dass ich sie einfach Point klicken kann. Im normalen Fall, well, wird sie halt gepeelt und peelt sich selbst und steht sicher. Wukong ist Bot gegangen. Sams Jinx. Ja, gestern dead. Mann, ich bin doch mit Nummer gerechnet. Ich bin down zu werfen. Das ist so ein richtiges Scheiß-Game zu spielen als Toplaner. Du gewinnst hart und dein Enemy-Team, dein Team verliert so hart. Du kannst wieder nicht mitspielen, weil Botlane gewonnen hat. Ist jetzt jedes einzelne Game so, dass Botlane gewonnen hat. Wir haben meistens verloren, gerade beim Smoter, so noch eine Runde gecarried. Aber es fühlt sich so undankbar und unplayable an, wenn Botlane gewinnt. Keine andere Rolle spielt eine Rolle. Nur Botlane juckt, wie immer. Riot Games, please fix your game. Please fix your game. Mein Top ist jetzt, Tom ist der First Turret des Games. Ist krank! Wie stark Botlane ist. Please nerf Botlane. Please nerf it. Wenn wir sie jetzt mal brauchen, nicht raus. Einer der besten Fights, die wir kriegen können. Honestly, nicht wegpingen, reinpingen. Ist guter Fight. Jinx ist nicht da. Nice. Jetzt immer nicht direkt Zoro Point noch kriegen. Schlimm genug, dass sie alle Platten kriegen werden. Der scheint schon wieder Top-Lane zu laufen, oder? Wo ist Jinx? Town ist Bot Wukong, aber Wukong ist Mitte, also ist Jinx top? Ja, Jennerin top, ich kann wieder nicht weiter. Aber warum ist sie jetzt Top-Lane? Es gibt keinen Sinn. Der Turm ist schon weg, das ist gut. Ist ja scheiße für mich, ich kann selbst keine Platten kriegen, I guess, aber... Die beiden machen jetzt noch nichts und die beiden sind so fett, die sollten Dinge tun. Wenn die nichts machen, haben wir schon automatisch einen Vorteil. Nice. I hate Botlane. I hate Botlane. I hate Botlane. Drecks-OP-Rolle. Riot Games. Riders Cosmic Drive Protobelt. Duschen, die sind über dir. Was soll ich kaufen, Chat? Riders Cosmic Drive Protobelt. Ich glaube, Cosmic Drive ist vielleicht am sinnvollsten. Ah, sie sind ein bisschen lost auf der Karte, die beiden. Mich illegal als Lush getötet haben, aber sie haben halt nichts bekommen, als sie noch Platten hätten kriegen können. Sie hat am Turm Nicht bad. Verstehe, was sie gedacht hat, ja. Bitte, Vego. Wo immer die Jinx ist, hören wir auf zu kämpfen, bitte. Es ist so simpel. Aber warum würdest du jemals da sein? Ah, nein, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't. I can't. Ich werde doch nicht ulten, weil ich einfach dann sterbe danach. Mit dem Deathrun dann gegen Wukong drehen und dann sterbe ich an Jinx. Das ist einfach nicht der Play. I don't know what to say. Ist einfach lost über Botlane, I guess. Holt Wukong doch? Nee, dann sterbe ich. Wird Wukong nicht holten. I die. Nicht worth. Ich kenne es ja keine Ult, aber weiß auch nicht, dass ich irgendwen killen kann. Immer richtig tilted, Chat. Ist einfach so langweilig zu spielen, wenn jede Runde nur Botlane-Rolle spielt.
Alle sind angespannt für diesen Kill. Und nicht geultet für den fucking Huchen davor, weil das nämlich schlecht gewesen wäre. It's the only way to win, it's the only way to win, it's the only way to win. Wukong ist irgendwo vielleicht? Oder wer hat die Dingens geaggert? 1000 Gold, Baby. We need more! Wir brauchen eine Menge mehr. Wir gehen Riders, I guess. Und Cosmic Drive. Move ins Bidonslos. Ich habe aktuell nur 15 Bild TS. Vielleicht lohnt sich auch Sonnes diese Runde. Gehen da sinnvoll AD. Vielleicht kann ich Sonnes ran übrigens gehen hier. Ich hätte ihn in seine Reichweite gezogen, Leute, aber... Na, but. Oh! Ich schleus drauf. Bleib stehen, du Schlamm. Du Stück. Big, 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 big. Ja, wir gehen Magis. Wir müssen jeden Fight Jinx holen, dann bin ich jeden Fight Ghost ready, wie letzten Fight. Dann müssen wir einfach auch versuchen, dass keine Bänder in der Nähe sind, wenn wir sie holen, dass sie nicht wegflashen kann, dass wir einfach auf sie rauflaufen und sie auto-attacken. Am besten wirklich, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Damage brauche. Vielleicht kann ich wirklich Tank Damage gehen wie Randuins, um sie noch besser runterzurennen. Ich kann wahrscheinlich nicht für Crux gehen, für Top-Tom gehen, also nicht für Crux gehen. Winnable, winnable, winnable. Sorry für meine vulgäre Ausdrucksweise mal wieder. Ich bin kurz vor mentalen Zerfall, which means I need to win. Ich werde alles anspannen dafür, dass es hier ein Win wird. This lack of solitude. Ja, ich kann niemals Talon töten, allein auch ohne Wände. Sein Ult ist einfach zu stark gegen mich. Erst und dann Ziel für mich, wenn er halt schon Ult auf Kudon hat eigentlich. Ich sehr gerne weiter gegen Wukong lane. Kann er nicht AFK sein? Och nö, ich will gewinnen, bitte. Ist doch schlimm, dass ihr Bot dann so auf die Fresse kriegt, aber spiel wenigstens das Game. Och man, Bot lane! Wir gehen hier Randuins, Sonyas und dann Last Item, wenn wir nicht Magis haben oder so. Wahrscheinlich Cosmic Drive für Movement Speed. Die Gegner sind Full AD mit einem APM Momo natürlich. Aber ich kann den nicht respektieren. Wenn ich den anfange zu respektieren, ist Game lost. Ach, war nicht gecatcht werden zwischen Turrets. Ich hab DP in 30. Ich push top den durch, fuck it. Ich bin down, um zu verlieren. Aber warum sind denn alle tot? Nicht mal beim Turm oder so. Mein Gott! Ja, wir holen uns einen Bounty und gehen Group mit unserem Item. Die verlieren gerne mit der Nip, das ist kein Problem. Vielleicht sollte ich Bot bei FTP, statt noch eine zu pushen, aber mal sehen. Wenn die killen, dann Nash kriegen, wäre crazy. Bitte. Bitte. Bitte slow sie. Ja. Big. Guter TP. Double Sums benutzt, die gecatcht, Nash. Dafür bin ich TP und unser Jungler ist Botlane. Sei nicht bitte nicht Botlane. Ich habe ihn getroffen. Die Nuss dafür sterben, ist gerade in meinem Face. Versucht die Wave zu farmen. Hab ich nicht noch Ult. Wichtig. Dass der Double Tele, der TP konnte das Game gewonnen haben. Wenn wir Nash kriegen. Oh mein Gott, big, 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 big. Wehe Jinx Rocket Steals. Care Rockets. Ich bin auch an der Rocket fast tot, ne? Gutes Schild von mir. Danke für den Leash Jinx.
Let's go! It's Winnable. Richtig wichtiger TP-Flank, dass das geklappt hat, ist fucking sexy. Full Focus, full Focus. We need to win. We need to win, we need to win. Zwei Bonus haben wir schon geholt. Top Turret und Nash. I don't mean no vacation. Majors Movement Speed wäre krass. 10 Stacks Movement Speed kriegen, geil. Soll ich das tot ist, bitte? Warum bist du tot? Wir haben Nash. Warum nimmst du überhaupt den Fight? Not again, Mann. Wir pushen einfach weiter. Ich ohne Ult, ohne Ghost. Ich bin gerade komplett useless, wenn ich gruppe. Ich push jetzt. Denn wir haben Nash. Wir hätten niemals da fighten müssen. Ist okay. Alles fein. Gegner haben nichts, was sie mit dir kriegen können. Indip ist schon tot. Wir müssen literally nichts mit dir machen. Alles ist gut. Scheiße, ich werde vielleicht sonst Fettfinger. Ich spiele sonst nicht. Zwei Items aktivierbar auf drei. Dass sie alle gestorben sind, wirklich drei Leute Top-Lane tanke, das macht mich crazy. Mein ganzes Team ist tot. Ich habe drei Leute Top-Lane getankt. Hau. 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 Nicht schlimm, Tolkien. Lass nicht von Jinx gesniped werden. Drück W, wenn du eine Rakete irgendwo siehst. Und mach dein Ding. It's all good, guys. Wait. My R-Ghost, the Jinx F. Das Ding ist, ich darf nicht durch Amumu laufen. Wenn Amumu mich zerzählt, bin ich einfach tot. Ich habe gar keine mehr. Also macht richtig Damage auf mich. Ich muss auf Jinx durchkommen, ohne dass ich tot bin halt an Amumu. Okay. Jinx hat nicht geflasht. Klasse, kein Problem. Ghost DP in 20. Wir spielen nur mit Summoner Spells, alles andere ist auch so oder so int. Die Raptoren, du machst nochmal mit ein. Please wait my spells. Ohne Ult gehe ich hier nicht gut im Team. Nicht schlimm, nur der dritte Drake im einen bekommen, alles okay. Bottom getradet, nicht schlecht, du schon Warfleet. The dead do not suffer the living to pass. Wir gehen gleich Majors. Einziger Weg zu gewinnen, I think. Sehr kostenintensives Item, aber direkt kaufen mit Movement Speed hier. Should be the way to do it. Jinx nach wie vor Botlane, also pushen wir top durch. We'll fight to the death. Der Ward wäre krass gewesen in Zukunft. Warum wirst du getroffen, Lucian? Aber warum? Like, how is that possible? Der Mitte der Lane, Mann. Er hat Flash Barrier. Okay, da ging gerade nichts. Alles okay. Ich gebe es. Ich habe Majors. Ich spiele für Majors. Ich spiel für Majors. Ich hab eh so anders ready. Muss sie nicht ausbauen. Könnte gleich sehr kacke werden, wenn wir jetzt 10 Stacks verlieren statt 5, aber wenn es halt klappt, können wir das Game carryen. Und ich muss halt alles geben, um zu gewinnen. Also müssen wir auch kosteneffizient bleiben. So gut es eben, wenn möglich ist. Noch Stun im Tank. Entweder Mumu oder Syndra. Ich konnte leider nicht Jinx holen, Mace gekontert, hab ich's getan. I couldn't.
die Trollen. So hart, dass sie dann Chompas reinläuft. Mein DP-Bot ist dort hinten. Ist der gut genug? Vielleicht reicht er. Na, was ist Barrier gut? Hallo? Wie kann ich in der Base entschieden und einfach ignoriert werden? Ihr macht mich fertig. Ich wünschte, ich wäre Kamel. Na, ich kann das nicht mehr, wo ist? Okay. Jetzt aber. Obwohl, das sind zwei. Ist nicht hoch, weil ich lebe. Mein Bad, hätte auf die Bubble kommen sollen. Ich habe echt nicht mehr dran geglaubt, dass irgendwer noch ins Bell trifft. Wir haben 100 Gold bis mein Item, bis Deathcap. Aber wir haben jetzt gerade drei Items verloren. Nein, nicht bis Deathcap besonders. Oh. Holy shit, Alter. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich muss nur uns, bin ich aber tot. Aber Bad. Ich hasse Botlane so aufrichtig. Diese Rolle ist so busted. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal das Team mit dem schlechten AD Carry Game gewonnen hat. Es ist so crazy. Ja, kein Sonder, er ist tot, right? Wenn wir eine Menge Free Farm. Das ist, obwohl wir schon einen Ash bekommen haben, ist das Game trotzdem an diesem Punkt. Weil wir einfach, selbst wenn Ash nicht wussten, was wir tun sollen. Wir müssten jetzt eigentlich normalen Ash kriegen, aber wie kann's? Jinx lebt noch. Ich muss irgendwie auf sie raufkommen. Ich hätte mir bitte DS bauen sollen. Cosmic Drive wäre besser gewesen als Randoons oder. Dingens, ich habe einfach zu wenig Ult. Komm halt nie als auf Jinx rauf oder so, ne? Wir müssten legit nashen, aber wir können halt nicht. I can't. Es ist das Level an Gameplay. Es ist krank. Es ist krank. GG. Hat. Ja, I mean, I guess. Es ist unglaublich. Aber es ist so viele Games. Es ist so viele Games. Alles, was juckt, ist Botlane. Back to back to back to back to back to back. Den gesamten Tag rauf und runter. Botlane, 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 Botlane. 1000 Gold auf Jinx geholt, beide TPs erfolgreich. Wir haben Nash erforscht, Nash bekommen mit unserem Mordekaiser. Es war alles geil. Aber we still can't win. Wir können niemals so viele Platten kriegen wie die. Die können immer mehr Gold kriegen als wir. Swappen hoch und nehmen unseren gesamten Turm weg. I really tried to win. Mein alter Bild war super effizient, dieses Game gegen deren Draft, aber ich hätte noch härter, ich hätte mehr machen müssen. Ich hätte mehr Spells gebraucht, mehr Ults gebraucht, um Jinx wirklich permanent zu besiegen, weil. Auch wenn wir Nash kriegen, mein Team Kills und Shutdowns kriegt, sie immer noch nichts damit anstellen können. Das ist crazy. I really wanted to win. Es war nicht gut genug. Next.